Okay. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Vortrag von Pirmin Kalbera, der mehrfach hier vorträgt. Und jetzt wird er vortragen über Vektorteils. Ja, ich freue mich, dass das Interesse da ist. Ich erzähle was über Vektorteils, konzentriere mich ein bisschen auf Styling und Publikation, aber gebe doch noch ein paar Grundlagen dazu. Ich arbeite für die Firma SourcePol. Wir sind in Zürich stationiert. Wir machen einerseits Cookies-Entwicklung, Support, Maintenance und WebGIS, und im Webbereich sind eben diese Vektorteils ein Thema. Als Einstieg würde ich eine kurze Demo zeigen, wobei ich jetzt annehme, dass die meisten schon was gesehen haben, aber oh, ich sehe es mit, oh Mist, das ist sau schwierig. Wieder so eine schwierige Sache. Also leider gibt es jetzt nicht mehr die Standard-Demo, wo alles technisch schön erklärt wird, sondern es gibt auch im Blog jetzt zum Beispiel von Mapbox einige Demos, die man anschauen kann. Ich habe jetzt hier mal eine ausgewählt. Okay, die ist jetzt standardmäßig 2,5D. Ich probiere sie zuerst in 2D zu drehen. Ups. Ist jetzt 2D, okay. Ja. Gut, was man sieht, einerseits, nein, ist immer noch 3D, ja? Ja. Ah, es lädt. Es ist nicht so schnell. Es ist mir eine englische Seite. Einerseits, was man sieht jetzt, das sind Vektoren, das heißt, die werden jetzt im Browser dargestellt, und das heißt, dass halt Mouseover automatisch dabei ist oder geschenkt ist, und was auch möglich ist damit, ich kann solche Parameter on the fly ändern. Das heißt, ich kann jetzt hier so Slider machen in meiner Applikation, und da alles kleinseitig gerendert wird, ja gut, das schaffe ich jetzt nicht um die Ecke, kommt direkt gerade die Änderung im Viewer. Das ist etwas, das man eigentlich ja, nur mit diesen Vektorteils machen kann. Und sonst muss ich diverse Tricks machen, damit das geht. Und das ist mal die 2D-Darstellung. Und was man am Anfang gesehen hat, man kann das dann auch kippen. Und dann habe ich so eine... Oh, drehen kann ich es auch. Jetzt habe ich es jetzt geschafft. Ja. Das heißt, da gibt es so eine 2,5D-Darstellung, wo ich extrudieren kann, Polygone. Und dann so 3D-Darstellungen machen kann. Das ist so eigentlich auf die Schnelle eine Demo. Was haben wir gesehen? Man kann die Stile beeinflussen, weil alles kleinzeitig gerendert wird, heißt das, ich kann auch umschalten zwischen verschiedenen Darstellungen mit den gleichen Daten dahinter. Ich kann dynamisch filtern, das habe ich gezeigt, Mouseover habe ich gezeigt. Das Zoom-Verhalten hat man jetzt hier nicht so gut gesehen, aber ich kann sehr fein aufgelöst zoomen, weil immer wieder gerendert wird, habe ich da keine Lücken zwischen den Zoomstufen, und ich kann rotieren, zumal die ganze Karte. Und bei den Labels ist noch speziell, das haben wir jetzt hier nicht gesehen, da die auch kleinseitig gelabelt werden, kann ich zum Beispiel Labels machen, die immer horizontal bleiben, also die nicht mitdrehen mit der Karte. Das kann ich sonst nicht so einfach. Wenn man das jetzt vergleicht so mit den klassischen OGC-Services, da gibt es aber trotzdem auch noch Vorteile, wenn ich jetzt zurückgehe zu WMS, dem klassischen Service. Wir sprechen jetzt hier von Kacheln, und wer mit Kacheln gearbeitet hat, der weiß, es gibt auch Probleme an den Rändern. Ich habe Labels, die eigentlich über die Kachelgrenze raus sollten. Das ist schwierig. Oder dass ich mehrfach Beschriftungen habe von langen Straßen, solche Sachen. Das habe ich bei WMS viel weniger. Auch das Drucken ist hier eine Herausforderung. Bei WMS ist das quasi geschenkt. Und das ist auch mit höheren DPIs bei allen Webservern. Es ist einfacher einbettbar, weil es ist einfach ein normales Rasterbild. Ich kann, wo ich sonst ein PNG einbette, kann ich auch ein Karten-PNG einbetten.
Und dann gibt es auch gewisse Bilder, die sich nicht zum Vektorisieren eignen, wie Luftbilder. Da bleibt man weiterhin bei Rasterdiensten. Für WMS oder für Rasterdienste gibt es auch den WMTS von OGC, der dann halt auch Kacheln anbietet. Das macht das Ding sofort viel skalierbarer, weil immer die gleichen Requests kommen. Da kann ich auf Serverseite das vorbereiten. Ich kann cachen, sowohl auf Server- und Client-Seite. Und diese Vorteile, die haben auch die Vektorteils. Das heißt, es kann ebenfalls leichter skalieren. Es ist einfacher zum Cachen. Und dazu kommt, was wir jetzt gesehen haben, die Interaktivitätsmöglichkeiten, die flexible Darstellung. Ganz wichtig, ich kann jetzt auch High-DPI-Screens gut unterstützen. Das ist bei WMTS unterdessen ein bisschen ein Problem, wenn ich quasi hoch aufgelöste Teils produzieren muss, damit es auch auf High-DPI-Screens gut aussieht. Ja, das ist so eine Gegenüberstellung. Es gibt verschiedene Vektorteilformate. Ursprünglich begonnen hat man, also jetzt in dieser Phase hat man begonnen mit GeoJSON, hat das in Teils gesplittet, auch mit TopoJSON. Wurde es gemacht und wird immer noch gemacht. Aber dann kam Mapbox mit einem neuen Format, das ich jetzt hier da noch genauer vorstelle, das sehr kompakt ist, auf die Darstellung ausgerichtet. Was jetzt ganz neu ist, irgendwie vor wenigen Tagen wurde angekündigt, dass es aber jetzt schon die nächste Generation in Vorbereitung ist. Das ist jetzt so ein Spezifikationsprozess eröffnet, der, wo man jetzt noch Input geben kann und der dann aber in etwa spätestens einem Jahr abgeschlossen sein soll. Das heißt, wir sprechen jetzt hier vom Standard Vektorteil 2 Standard. Es gibt noch weitere Vektorteil-Spezifikationen im 3D-Bereich, das I3S. Wurde jetzt gerade von der OGC aufgenommen, das stammt von ESRI. Und dann gibt es beim Cesium, im Globe, die haben auch 3D-Teils. Das ist jetzt auch so ein offen spezifiziert und die wollen das eigentlich auch zum Standard machen. Aber im 2D-Bereich ist momentan eigentlich MVT der klare Leader, der verwendet wird. Und ich werde mich jetzt hier auch darauf konzentrieren. Von OGC gibt es auch Pläne, was zu machen. Im Moment sieht es so aus, dass sie es nicht einfach MVT als OGC-Standard machen, sondern dass sie was Eigenes machen. Also entweder bringen sie Teils in WMTS rein, also Vektorteils in WMTS, oder sie erweitern WFS um Teils, oder sie kombinieren alle OGC-Services zu einem, das hat einen schönen Namen, aber habe ich es vergessen, ich sage jetzt einen Super-Service, der alles kann. Und das Styling ist dann die andere Teil von der Spezifikation. Da ist jetzt gerade im letzten Paper, das ich gelesen habe, SLD der Favorit. Aber es wird sicher noch einige Zeit dauern und wer halt heute Vektor-Tile-Maps machen will, der macht das größtenteils mit diesem Mapbox-Vektor-Tile-Format, das offen spezifiziert ist, aber in der Hand einer Firma ist. Also man kann es nicht, es ist schwierig, das zu beeinflussen. Diese Mapbox-Vektor-Tiles, die werden binär ausgeliefert. Und zwar im Protokoll-Buffer-Format, das ist ein von Google spezifiziertes Serialisierungsformat, das auch für andere Sachen verwendet wird. Es hat die Eigenschaften, dass es auch streamable ist, das heißt, ich kann Teil für Teil lesen und das schon verarbeiten. Ich kann es konkatenieren, zusammenhängen, also ich kann mehrere PBFs zusammenhängen und es ist immer wieder ein gültiges PBF. Es hat neben den Geometrien, gibt es auch Datenattribute. Und da ist jetzt im Geobereich noch wichtig, dass die Feature-ID, die für uns noch häufig zentral ist, vorgesehen ist, aber einfach optional ist. Und auch wichtig, in so einem Vektorteil können mehrere Layer drin sein. Das heißt, wenn ich jetzt mir eine OSM-Teil vorstelle, das heißt, ich habe den in den Straßenlayer, ich habe Gewässer und so weiter, alles in einer Kachel drin enthalten. Die Geometrien, die werden einerseits mal mit einem Puffer gespeichert, das ist ein Trick, den ich nachher noch ein bisschen erläutere. Es ist sehr clever kodiert, sehr platzsparend. Alles ist in Ganzzahlen kodiert und noch mit Zigzag-Encoding einfach so platzsparend wie möglich. Und das ist aber jetzt ganz wichtig zu realisieren. Die Kacheln sind in Bildschirmkoordinaten, oder die Geometrien werden in Bildschirmkoordinaten ausgeliefert als Ganzzahlen. Das heißt, wer jetzt sich vorgestellt hat, es ist einfach ein gekachelter WFS, der liegt falsch. Es sind nicht die
echten Daten oder die Originaldaten, sondern es sind aufbereitete Daten für die Darstellung bei diesem MVT-Standard. Es gibt Punkt, Linie, Polygon und zwar jeweils als Multipunkt, Multilinie, Multipolygon. Die Randprobleme, die werden wie gesagt noch mit einem Buffer-Trick gelöst. Also wenn man sich so vorstellt, man hat verschiedene Polygone und die überlappen die Kachelgrenzen. Dann habe ich ja das Problem, wenn ich den Rand vom Polygon darstelle, ganz naiv, dann kriege ich dann so Artefakte an den Kachelgrenzen. Und der Trick hier ist jetzt bei MVT, dass man da einen Buffer macht. Das heißt, wenn man die Polygone abschneidet, dann schneidet man sie außerhalb vom sichtbaren Bereich der Kachel ab. Und damit sind dann diese Artefakte nicht mehr sichtbar. Aber was man sich bewusst sein muss, das Polygon ist zerschnitten. Das heißt, ich habe zwei Geometrien. In der Kachel 1 habe ich einen Teil vom Polygon und in der Kachel 2 habe ich einen zweiten Teil vom Polygon. Und wenn ich jetzt quasi mit der Maus das selektieren will, dann muss ich schon was programmieren, damit dann auch der zweite Teil vom Polygon mit selektiert wird. Das geht relativ einfach, das API ist vorhanden und eben wenn ich jetzt die Feature-ID einfüge, dann kann ich sagen, jetzt selektiere mir oder färbe alles ein, das halt diese Feature-ID hat. Aber das ist halt der Nachteil vom Kacheln. Wie sehen die Dateigrößen aus? Ich habe jetzt hier ein Schweizer Beispiel, also mit OSM-Daten etwa, man kann sich vorstellen, also bis auf Gebäudeebene, Straßen, Namen, Bodenbedeckung und so weiter. Das ist jetzt für eine Schweizer Stadt, sind das 8 Mega, für die ganze Schweiz 400 Megabyte, die ganze Welt so, als Kacheln sind das 44 Gigabyte. Das heißt, ich kenne jetzt die Werte für Deutschland nicht, also wenn ich hochrechne, werden es vielleicht, weiß auch nicht, 4 Gigabyte oder so sein für Deutschland und das ist schon eine Art Quantensprung. Das heißt, ich kann jetzt wirklich, ich habe eine Dateigröße, die ich auf mein Handy bringe, wo ich wirklich Offline-Anwendung damit machen kann und ich habe quasi die Daten eines ganzen Landes bis auf Gebäudestufe drin. Also das gibt wirklich neue Möglichkeiten und das einfach dank diesem extrem komprimierten Format. Das waren jetzt die Daten selbst, die Kacheln und jetzt kommt die zweite Stufe, jetzt muss ich die Kacheln auch darstellen oder diese Vektoren darstellen. Da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Es gibt von Mapbox eine Styling-Sprache, die ist in JSON, wo ich die Stile als JSON definieren kann, ein bisschen ähnlich zu Noise, wie wir vorgesehen haben. Im Internet ist JSON halt der Standard. Unterdessen die Viewer, die das direkt darstellen können, ist Mapbox GLJS. Also Mapbox hat eine eigene Kartenviewer-Bibliothek gemacht für diese Vektorteils. Leaflet hat ein Plugin von Mapbox, das auch diese Stile in Leaflet darstellen kann. Da ist aber der Zustand ein bisschen seltsam, weil es steht da im GitHub-Repository, es wird nicht offiziell unterstützt von Mapbox, aber trotzdem wird es immer weiter gepflegt. Weiß man nicht so recht, was man jetzt damit anfangen kann. Und für OpenLayers, das ist in der GIS-Welt interessant, da gibt es eine Zusatzbibliothek, die diese Mapbox-Styles auf OpenLayer-Stile ummappt. Das ist nicht ganz verlustfrei, aber funktioniert sehr gut. Für diese Mapbox-Stile gibt es auch einen Open-Source-Editor, das ist Maputnik. Da gab es eine Crowdfunding-Aktion. Ich probiere den am Schluss noch zu zeigen, wenn ich genug Zeit habe. Also das ist Mapbox-Styles und dann haben ja diese Viewer, OpenLayers und Leaflet auch noch eigene Styling-Möglichkeiten, die eben nicht nur auf Mapbox-Vektoren zugeschnitten sind, sondern alle Vektoren. Das heißt, wenn ich ein WFS einbinde im Viewer, dann muss ich ja den auch kleinzeitig stylen. Und das kann OpenLayers mal einerseits und Leaflet kann es auch mit dem VectorGrid-Plugin, kann es Mapbox-Tiles laden und die dann mit den Standardmitteln von Leaflet rendern. Der Unterschied ist, dass das im HTML-Canvas geschieht, dieses Rendering.
Das hat Vor- und Nachteile, also jetzt im Gegensatz zum Mapbox GLJ Azure, der rendert mit WebGL. Und WebGL ist viel performanter, das heißt, ich kann große Anzahlen Vektor sehr performant rendern, ich kann diese 3D-Geschichten machen, ich kann schöne Animationen machen, aber nur für moderne Browser. Es funktioniert recht gut, aktuelle Browser, auch mobile funktioniert es, aber wenn ich halt wirklich ältere Browser unterstützen will, dann kann ich da ein Problem kriegen. Und da ist jetzt OpenLayers und Leaflet in dem Sinn besser, sie unterstützen auch alte Browser, aber umgekehrt haben sie natürlich eben das Problem, für ganz große Datenmengen sind sie nicht mehr so gut und auch vielleicht zum Teil die Rendering-Qualität, die nicht gleich gut ist. Aber einen großen Vorteil haben sie, diese Viewer, dass sie auch andere Projektionen als den Mercator unterstützen. Also Mapbox GLJS unterstützt eigentlich nur Mercator-Projektionen. Die Kacheln selbst, so wie ich es vorher gezeigt habe, das sind eigentlich neutrale Bildschirmpixelpunkte. Das heißt, da ist nicht fixiert, dass das Mercator sein muss. Das kann eigentlich irgendwas sein, in irgendein Teilschema, aber der Viewer muss es dann natürlich unterstützen. Und da sind jetzt OpenLayers und Leaflet darauf vorbereitet, auch andere Projektionen darzustellen. Dann zeige ich zuerst mal, wie Mapbox GLJ aussieht. Also das ist jetzt ein kleines Code-Snippet, wie man einen Viewer, eine Karte erstellt. Das sind wenige Zeilen, also ich muss sagen, wie heißt der Div im HTML. Dann gebe ich einen Style an, wo dann die ganze Beschreibung Datenquellen plus Stil drin ist. Und jetzt hier zum Beispiel ein Zentrum und ein Startzoom. Das ist ähnlich wie bei anderen JavaScript-Map-Bibliotheken. Und dann dieses Style-JSON, das ist hier jetzt mal der Beginn. Gibt einerseits Version, Name und dann gibt es Sprites und Glyphs, komme ich darauf zurück. Und es gibt Quellen und Layer. Also das ist der Style bei den Quellen. Gibt es entweder Teil-JSON-Endpoints, das heißt, da wird die Quelle nicht jetzt direkt definiert, sondern da wird auf ein zweites JSON verwiesen, wo die Datenquellen spezifiziert sind, das ist dann dieses Teil-JSON. Oder im zweiten Fall wird direkt eine URL angegeben, wo ich drin gerade sage, wo sind schlussendlich die Teils, also diese PBF-Kacheln abgelegt, unter welcher URL. Im Teil-JSON steht das auch drin, zum Teil noch ein bisschen ausführlicher oder mit noch Zusatzinformationen. Was auch hier drin steht, ist bei den Datenquellen, ich kann so Max-Zoom angeben, was dann bedeutet, dass ab einer gewissen Zoom-Stufe diese Quellen nicht mehr geladen werden. Es werden noch weitere Datenquellen unterstützt, GeoJSON zum Beispiel, aber auch Raster-Kacheln. Entweder XYZ oder TMS, also ich kann zum Beispiel ein OSM-Raster-Layer einbinden. Oder auch WMS, einfach es werden Kacheln geladen, das heißt es werden B-Box-Abfragen auf Teilgrenzen gemacht. Es gibt noch weitere Image-Video-Canvas, jetzt hier nicht so relevant. Also das sind die Datenquellen. Dann brauche ich noch weitere Dinge, ich brauche sogenannte Sprites, und zwar für Icons, wenn ich Punkt-Icons darstellen will oder auch Füllmuster, dann werden die als Sprites gespeichert. Da werden verschiedene kleine Bilder kombiniert zu einer größeren Datei. Und das zweite sind die Fonts, also alle Schriften muss ich auch in einem Protobuf-Format laden. Das nennt sich dann Glyph und die kann ich auch zur Verfügung stellen. Also wenn ich kann auch eigene Schriften machen und da kann ich gerade auf die URL von Peter verweisen, der das reverse-engineert hat, die Spezifikation, wie man jetzt eigene Sprites macht, wie man eigene Fonts macht. Das ist von Mapbox selbst nicht so gut dokumentiert, aber auf openmaptiles.org ist das aufgearbeitet.
Okay, dann haben wir mal die Datenquellen und noch die zusätzlichen Dinge, die wir brauchen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Styling. Das heißt, ich nehme jetzt Layer, gebe dem einen Namen, das ist diese ID. Ui. Der Hunger ist groß, okay. Ich zeige jetzt sie schnell. Ich glaube, es geht ja darum, jetzt so ein Bild zu erhalten. Wie passiert dieses Styling? Also man sieht einerseits diese Paint Fill Colors, also wirklich so JSON, ich habe Fill Styles. Es gibt eine Anzahl Rendering-Typen, Fill, Line, Symbol, Circle und noch spezielle wie Heatmap, Extrusion oder auch Raster. Und es gibt dann attributgesteuerte Styles. Ich kann Filter machen, basierend auf Attributen. Die kann ich dann mit JavaScript auch aktualisieren, das haben wir in der Demo gesehen. Es gibt Resolution-Based Styling, das heißt Zoom-stufenabhängig sage ich, wie mein Layer soll nur bei bestimmten Zoom-Stufen gerendert werden. Und es gibt Funktionen, Zoom-abhängige Funktionen, da sage ich, bei Zoom 5 soll der Kreis 1 Pixel groß sein, bei Zoom 10 2 Pixel groß und dazwischen wird interpoliert. Das sind Funktionen. Dann gibt es Property-Based-Funktionen, da sage ich, nicht der Zoom ist der Input, zum Beispiel, sondern das Property-Temperature hier jetzt. Die Temperatur, wenn sie 0 ist, dann blau, Temperatur 100, dann rot und dazwischen wird interpoliert. Und da gibt es die Kombination davon, Zoom and Property. Und jetzt ganz neu gibt es noch Expressions. Da habe ich so im innersten Bereich sieht man Get Population, das heißt, ich lese das Attribut aus und teile das durch 10.000 und nehme noch die Wurzel draus. Also ich habe hier recht mächtige Funktionen. Bei Open Layers werden diese Styles konvertiert, wie ich gesagt habe, mit diesem OL Mapbox to Styles. Dafür hat man alle Features von Open Layers. Und dann noch ganz schnell der letzte Block, wie mache ich eigene Vektorteils? Also ich muss sie klippen, ich muss sie generalisieren und schlussendlich MVTs machen. Da gibt es eine ganze Reihe von Softwaren, die eigene Daten unterstützen, zum Beispiel von PostGIS. Unten ist die URL, da ist die ganze Sammlung, also das ist eine sehr große Seite, was alles unterstützt wird. Ganz neu, das wissen vielleicht noch nicht alle, GDAL wird in der nächsten Version auch eine Unterstützung haben für Vektorteilgenerierung, das heißt, man kann dann Ogre to Ogre machen. Und auch GeoServer unterstützt und dann gibt es spezialisierte Programme. Das Hosting ist schlussendlich, ich muss meine Files auf einen Webserver legen und fertig. Und die interaktiven Tools kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen. Map.nic kann man sich merken. Das ist einfach ein grafisches Tool, um diese JSON-Styles zu machen. Mit relativ einfachen Mitteln. Und Mapbox selbst hat ein Nicht-OSS-Tool, wenn man mit ihrem Dienst arbeitet, dann haben sie das Mapbox Studio, das dann noch viel bequemere Funktionalitäten anbietet. Aber das heißt, heute arbeitet man, wenn man jetzt mit diesem Standard oder dieser Spezifikation arbeiten will, dann arbeitet man mit JSON und Map.nic, um sich solche Styles zu machen. Gut, ja, dann schließe ich hier. Besten Dank.